Im Spitzenspiel der Regionalliga Nordost empfängt der FSV Zwickau morgen den FSV Wacker Nordhausen. Man kann auch sagen Sachsen gegen Thüringen oder Zweiter gegen Erster. Obwohl beide Vereine bisher nur viermal aufeinander trafen, erwarten die Beteiligten ein emotionsgeladenes, intensives Spiel. Besonders auffällig, beide Mannschaften mussten bislang in dieser Saison noch kein einziges Gegentor hinnehmen. Trainer Thorsten Ziegner sagte vor dem Spiel: Ja, wir sehen natürlich gute Chancen, das Spiel morgen zu gewinnen. Das ist auch unser eindeutiges Ziel. Wir haben uns sehr, sehr gut vorbereitet auf das Spiel und wissen, dass wir auf einen richtig guten Gegner treffen. Nichtsdestotrotz haben wir ein Heimspiel, sind selbst gut in Form und dementsprechend haben wir schon eine Menge für morgen ausgerechnet. Wie sieht es mit der personellen Besetzung aus? Ja, unverändert zu den letzten Wochen. Es wird uns weiterhin der Carsten Wernicke nicht zur Verfügung stehen und der Mike Baumann diese Woche noch zusätzlich nicht. Und ich hoffe, dass der zumindest dann nächste Woche wieder dabei ist. Ansonsten sind diese Jungs, die auch in der letzten Woche im Kader waren, sind auch diese Woche dabei. Alle topfit und alle super heiß aufs Spiel. Anpfiff für das Spitzenspiel im Sportforum ist morgen 13.30 Uhr und wir sind selbstverständlich mit der Kamera dabei. Den Bericht sehen Sie am Montag bei Tag aktuell.